Hat er vorhin gemeint, er sucht den grünen VW. Klingelingeling. Hallo? Guten Tag, hier ist der Herr Stromberger von der Polizei Grünfelder Land. Hallo? Und zwar, mir wurde gemeldet, dass Sie auch einen grünen VW Golf besitzen. Ja, ist richtig. Wo waren Sie vor circa einer halben Stunde? Vor einer halben Stunde, Moment, jetzt habe ich gerade aus Versehen in den Rückwärtsgang eingelegt. Vor einer halben Stunde, da war ich mit meinem John Deere wahrscheinlich gerade bei Feld 109. Wo sind Sie gerade? Gerade bin ich auf dem Weg zu meinem Hof. Wo ist Ihr Hof? Ganz unten links bei Grünhausen. Danke, dann werde ich mal mich Richtung Grünhausen bewegen. Ich bin aber gleich zu Fuß auf dem Weg von meinem Hof zu Feld 109. Das Auto steht dann an meinem Hof, falls Ihnen das weiterhilft. Ja, aber bleiben Sie am besten, Sie nicht kurz warten, ich bin gleich bei Ihnen. Okay, dann warte ich kurz. Gut, bis gleich, tschüss. Was waren die denn? Hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Jo. Ich bräuchte einmal eine Erlaubnis. Ah ja, die habe ich vergessen zu unterschreiben. Machen wir kurz. Alter, ich gebe dir einfach die Berechtigung. Also, ich habe dich ja angeheuert als Lohnunternehmer da. Können wir den Schriftkram auch nachher noch machen? Ja, das können wir machen. So. Gut. Okay. Ich muss mal jetzt auf die Polizei warten. Es dauert eine Weile, bis ich komme. Je nachdem tankst du einfach schon mal in den LKW, in den Traktor ab, ne? Ja, ich habe aber einen großen Tank. Ja, ich sag's noch nicht. Ich weiß keine Ahnung, was die Polente von mir will. Okay, tschüss. Tschö. Schick eingerichtet hier. Ich gehe mich gerade mal ein bisschen frisch machen. Gut. Was will die Polende jetzt von mir, ey? Gucken, ob ich was zu trinken finde. Habe ich noch was da? Ah ja, hier. Flaschwasserchen. Ganzen Tag noch nichts getrunken, ey. Mal, wo der bleibt. Warum sind eigentlich beide Tore bei mir offen? Das kann eigentlich gar nicht sein. Ich warte noch gar nicht hier. Das ist aber merkwürdig. Komisch, komisch. Gucken, ob der schon um die Ecke kommt oder wie lange der noch braucht. Ah ja, da kommt er schon. Hallo, hier. Guten Tag, Herr Varuna. Sie haben ja auch genauso eine gute Einfahrt wie wir bei der Polizei und Feuerwehrwache. Ja, haben sie. Glaube ich nicht. Herr Varuna, am besten setzen wir uns mal ganz kurz, gehen wir zum Haus. Ja, mach mal. Was will denn der, ey? So, guten Tag, Herr Varuna, erstmal. Hallo. Sie haben auch einen VW Golf. Ja, da ist er. Kommen Sie am besten mal mit. Ja, es ist zwar auch grasgrün, aber das Fahrzeug ist etwas heller. Kennen Sie vielleicht einen, der so ein Fahrzeug fährt? Nee. Keine Ahnung, ich hab schon dir grün. Bin mir gerade nicht bewusst, dass da noch einer so rumfährt.
Oder haben Sie das Fahrzeug irgendwie an jemand anderen weitergegeben? Nee. Es stand beim Händler, dann war ich kurz mal vor 2 Stunden oder so, war ich mal kurz beim Landhandel. Da stand auch ein Polizeiauto rum und dann bin ich wieder zum Händler gefahren. Erst Landhandel war ich. Ach, da stand Ja, ein Sie okay. rum. Ja, okay. Nee, dann keine Ahnung. Kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Ich dachte schon, ich hätte was verbrochen. Nee, mir wurde halt nur mal Tipp gegeben. Ich weiß nämlich selber nicht mehr, wer das war. Es rufen so viele Leute an, die meisten sagen nicht mal ihren Namen. Ja, das ist aber ungeschickt, Ich weil hatte eben drei Leute gleichzeitig auf der Leitung. haben sie ja schon einiges zu tun. Ja, hab aber ein Headset, wie Sie sehen. Da geht das drüber. Aber Sie haben ein Okay. schönes Häuschen hier. Jo, hat ein bisschen Mühe gekostet, das alles aufzubauen. Aber ich darf hier ein Foto von Ihnen machen. Natürlich. Also Freund und Helfer und Also. so. Ja, so ein bisschen nach links. Ein bisschen. Ja, so ist perfekt. Gut. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen konnte, aber ja. Erstmal einen Schluck trinken. Geld ist wichtig. Ist schon heiß hier. Die Sonne ballert heute. Okay, ich müsste aber zu meinem Feld, weil ich muss das Land, den Lohnunternehmen gleich mal abtanken. Ja, dann machen Sie das mal. Jo, bis denn, gell? Nicht, dass Sie noch mehr Geld bezahlen müssen, wir sagen. Ja, tschüss. Jetzt warte ich gerade mal, bis der Spätzle da draußen ist. Und dann muss ich unbedingt den Hans-Peter anrufen. Ich glaube, die suchen Hans-Peter sein Auto. Ich weiß Bescheid, dass du kurz Hans. anrufst. Ja, hallo? Hallo, Hans. Ja, hallo, ich bin's. Kannst du mal kurz auf die Seite kommen? Oder bist du gerade allein? Nee, ich bin nicht allein. Wäre aber wichtig. Ja, das können wir organisieren, oder? Bei Sex können wir organisieren. Ja, können wir organisieren. Ja, verkrümel dich mal bitte kurz. Danke. Ja, Du, die was Polente willst sucht dein Auto. du? Ich weiß. Hast du hoffentlich schon umlackiert? Ach, scheiße, was habe ich denn noch? Ja, Gut, dass du es mir sagst. ihr geht zum Jürgen, der soll's umlackieren. Warte. Also, tschüss. Ja, Der tschüss. Stromberger war gerade bei mir, der fährt jetzt zum Landhandel wahrscheinlich. Okay. Tschö. Oh, hoffentlich. Oh. Das ist eigentlich so dumm, was ich mache. Ich vereitel ich. Oh. Aber es kann ja wohl nicht sein. Ey. Ich muss doch den Hans schützen. Ah, okay, warte, der ist hier bei mir noch. Steht hier noch rum, dann, wo ist mein Traktor? Ach, davon. Es ist eigentlich, keine Ahnung, es gibt irgendeinen Paragraphen, der würde bestimmt zutreffen. Wenn man jetzt danach guckt. Beihilfe oder sowas, wahrscheinlich. Aber ich kann da den Hans jetzt nicht auflaufen lassen. Es geht doch nicht.
anspruchsvoll. Mann. Ja. Ich lass mal gerade den Anhänger stehen. Ich hol mal noch einen. Ich kaufe mal noch einen Ladewagen. Jo. Gut, bis denn. Bis dann. So. Mal schön zurücklehnen hier in den schönen Johnny. War ja klar, dass ich in dem Projekt einen Johnny kaufe, oder? War ja klar. Johnny for Win, ich habe es in den letzten Tagen immer wieder angekündigt. Oder pro Johnny gespielt, sagen wir so. Na warte, steht irgendwo eine Polente rum? Nee, dann brauchen wir auch nicht blinken. Achso, warte mal, Tempomat geht ja hier an. Hallo? Hallo. Herr Schneider, was los? Ich habe eine Frage. Wissen Sie, warum ich Land kaufe? Bei wem? Ja. Ja, da müssen Sie sich an den Herrn Racex wenden. Ah, okay. Müssen Sie Termin vereinbaren. Okay, tschüss. Tschüss. So, dann hole ich mir nämlich noch einen Ladewagen. Dann bringe ich gleich das Stroh hier mal an den Mann. Ich guck mal, wer Stroh brauchen kann. Und dann wird es schon irgendwie ein Käufer. Achso, der Ladenhandel wollte das doch auch kaufen. Fällt mir gerade ein. Ah, machen wir ein gutes Geschäftchen hier. Aber ich sollte vielleicht den Preis vorher vereinbaren, bevor ich das anliefere. Oh, da ist auch schon einer am Ernten. Hoffentlich findet keiner raus, dass ich dem Hans-Peter gesagt habe, dass es umlackieren soll, das Fahrzeug. Was ist denn jetzt? Was ist denn hier los? Hallo? Das ist ein Leihwagen. So, einmal bitte die Herren in den Fahrzeugen aussteigen und hier vorne an die Wand stellen. Ja, ich würde gerne hier reinfahren. Bitte aussteigen und an die Wand stellen. Ja, warum holen Sie bitte auch? An welche Wand? An die Mauer oder an die Glaswand? Mauer, ja, an die Mauer. Muss ich auch an die Wand stellen? Ach, jetzt wird man erschossen. Alter, ich glaube, so, auf meinen eigenen Hof hier. Ja, Runa, Sie können zur Seite gehen. Danke. Was soll ich denn dabei haben, außer meinen Führerschein? Herr Peter, Sie sind verhaftet wegen Unverflucht und Flucht vor der Polizei. Hey, was hab ich getan? Ich hab das Auto gar nicht gefahren.
Das ist Ihr Fahrzeug. Dann beweisen Sie, wer hat es denn sonst gefahren? Ja, es hat einer ausgeliehen. Ich wer war denn? am. Das war das der Jürgen. Der Jürgen. Der Herr Trotzdem, Stromberger. Sie sind erstmal Verdächtiger. Kommen Sie bitte mit. Nee, ich möchte erstmal mit meinem Traktor rein. Stromberger. Ja. Müsste dann jetzt auch los. Wenn Sie noch mich als Zeuge brauchen, dann rufen Sie beim Unternehmen an. Herr Peter? Ich will nur reinfahren. Alles ja, okay, fahren Sie rein. Also Herr Peter, was kriegen Sie nochmal für den Ladewagen? Ich habe ihn noch nie ausgerechnet. Schicken Sie eine Rechnung. Mach ich. Beim Lohnunternehmen. So, einmal aussteigen. Hände hinter den Rücken. Oh, Alter, was ist denn hier los? Alter, ich hab noch nicht. Ich hab nicht. Also, wie er sagt, der Strom. Vorwärts zum Auto. Wenn Sie mich brauchen. Tschüss. Herr Stromberger. Ich hätte noch eine Frage an den Herrn Peter. Was machst du mit deinen Geschäften? Ich mache hier gerade erstmal ja nicht mit meinen Geschäften. Ich werde ja hier verhaftet wegen nicht. So, mal, bitte einmal. Es ist meine Stulle. Vielleicht geht es dann besser. Ich bräuchte aber noch einen Ladewagen. Ich bräuchte noch einen Ladewagen. Was? Ich bräuchte noch einen Ladewagen. Ja, das geht jetzt schlecht. Aber Rona, okay. Sie haben was falsch gemacht. Tschö.